Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Ein großes Risiko ist damit nicht verbunden, denn wenn jemand querzuschießen versucht, wird er fürs Erste gewarnt, dann wird er bedroht. Eine Marionette, die nach meiner Pfeife tanzt. Und wenn das noch nicht hilft, verschwindet er. Ich bin überzeugt, dass ich es schaffe, den Clan unschädlich zu machen. Das haben schon viele geglaubt. Es gibt gegen die nur ein Mittel. Und das wäre? Umlegen. Ja, gar nichts. Seien Sie sich über eins klar. Wo immer Sie sich aufhalten, die werden Sie finden, so wie ich sie gefunden habe. Bedenken Sie das. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 478 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Kein blöder Spruch am Anfang. Also der blöde Spruch, der kommt nämlich jetzt. Also, was bedeutet das? Gott gibt die Nüsse, aber er bricht sie nicht auf. Dass man es selber machen soll? Ja, schon. Ne? So, das war so meine Interpretation, dass man wie ja so jeder seines eigenes Glückes Schmied oder so in der Richtung halt. Ne? Hm. Ich habe es auch nicht verstanden. Ist halt das Codewort von Dalia Lavie und ihrem Papa. Ja. Ne? Ja. In das Stahlnetz oder nee, im Stahlnetz ist Dr. Im Mabuse. Im Stahlnetz ist Dr. Mabuse, ja. Der, das ist ja kompliziert, wir haben es ja schon das letzte Mal angesprochen, der zweite Film der zweiten Mabuse-Reihe ist. Also, wobei man ja auch argumentieren könnte, es gab gar nicht so richtig eine erste Mabuse-Reihe, weil das waren einfach zwei Filme aus den 20er, 30er Jahren. Oder vielleicht waren es auch drei Filme aus den 20er, 30er, genau. Sehr, ne? Aber der Dankeschön. Erste ist halt in zwei Teilen und ja, ne? Ist kompliziert. Es ist fast so kompliziert wie die Frage, wer ist denn eigentlich Dr. Mabuse überhaupt? Ja. Ich weiß es. Ja, ist Wolfgang Preis. Ja, ja. Genau. Der auch genannt wird in den Opening Credits, nur um dann zwei Minuten vor Schluss als große Überraschung aus dem Hut gezaubert zu werden. Und ich dachte mir, der stand aber in den Opening Credits. Ja, ja, aber ich glaube, das hat er in der Reihe noch dreimal gemacht. Hat er, ja. Und, außer nicht, doch im letzten nicht mehr. Ja, ich glaube da auch nicht mehr. Aber genau. Wobei Wolfgang Preisses Mabuse ja schon gar nicht der echte Mabuse Nein, ist. Nein, natürlich nicht. Ne? Es ist halt. Das ist Professor Jordan aus dem letzten Teil, der ein Sohn im Geiste von Dr. Mabuse ist, der dessen kriminelles Erbe weiterführt. Richtig, ja. Genau. Das ist letztendlich, genauso wie Gerd Fröbe jetzt hier diesmal 1961 den Kommissar Lohmann spielt und eben nicht den Kommissar Krass aus dem letzten Film, was letztendlich auch nichts macht, weil es ist halt immer Gerd Fröbe. Mhm. Aber Lohmann ist halt einfach noch mehr mit Fritz Lang verbunden, der jetzt hier von Harald Reinl auf dem Regiestuhl ausgewechselt wurde, abgelöst wurde. Der große Harald Reinl tatsächlich. Also unglaublich produktiver Regisseur der 50er, 60er, 70er Jahre. Frosch mit der Maske, Schatz im Silbersee, Winnetou, Pepe der Paukerstreck. Eigentlich all die Filme, die wir damals im Fernsehen geguckt haben. Ja, total. Total. Ich fand ganz, ganz spannend und jetzt sind wir eigentlich schon voll im Gespräch und haben noch nicht mal den zweiten Film angekündigt. Aber ich wollte trotzdem zumindest an der Stelle ganz schnell sagen, dass ich es total toll fand, hier von Reinl halt einen Stil zu sehen, der sich halt zumindest noch deutlich mehr an die Noirs und vielleicht auch ein bisschen sogar an Langen orientiert und weniger an eben, sagen wir mal, den populären Wallace-Nummern, die halt deutlich bekannter sind als Mabuse. Ja. Wobei dieser Film schon eindeutig, also hier produziert von Atze Brauner im Fahrwasser des Erfolgs der Wallace-Filme von Rialto schwimmt. Er wäre nicht produziert worden, wenn nicht eben die anderen so populär gewesen wären. Ja. Aber er versucht sich zumindest noch auch optisch oder auf der visuellen Ebene noch so ein bisschen an seine eigene Tradition anzuhängen.
Ja. Und Reinl, der Regisseur, wildert ja auch in beiden Gärten. Also der hat ja sowohl Mabuse-Filme inszeniert als auch Wallace-Adaptionen. Ja. Von daher alles fein. Man versteht sich, glaube ich. Und es hat Leute in Kinos gelockt. Und ich bin also auch beim Blick jetzt auf so die zweite Welle der Mabuse-Filme immer wieder erstaunt darüber, mit welcher Schlagzahl aber auch die Wallace-Filme damals produziert wurden. Also da reicht ja auch ein Film pro Jahr nicht. Die kamen ja wirklich dann gleich im Doppelpack fast raus. Und das war eine Zeit. Ja, naja, aber ich meine ganz ehrlich, das Schlossset musste ja irgendwie abbezahlt werden. An zweiter Stelle heute Abend sprechen wir über einen Film mit dem besten, nee, nicht mit dem besten, aber einem der besten deutschsprachigen Titel. Der ist schlecht, das ja. Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz toller Titel. Der italienische Titel Confessione di un commissario di polizia al Procuratore della Repubblica ist ein bisschen sperrig. Ist ein bisschen sperrig, ja, aber ähnlich lang. Ja, das Geständnis eines Polizeikommissars vor dem Staatsanwalt der Republik. Von Damiano Damiani, der auch Co-Autor des Drehbuchs war, mit Franco Nero und Martin Balsam in den Hauptrollen. Dazu gleich. Erstmal das Stahlnetz. Erstmal das Stahlnetz, ja. Also so ein starker Titel ist. Stahlnetz ist ein. Ja. Ich mochte ja auch also praktisch die deutsche Dragnet-Variante, wenn man so möchte. Stahlnetz hat mir als Kind ja immer unglaublich Angst eingejagt. Es war halt irgendwie alles viel härter und realistischer. Und ich habe so das Gefühl, ja, hier, der Titel ist auch hier Programm, um sich halt irgendwie an alles ranzuhängen, was irgendwie populär war in Anfang 60ern. Ja, das mag sein. Ich glaube, so die wichtigsten Namen vor und hinter der Kamera haben wir bereits genannt. Atze Brauner hier mit seiner CCC-Filmproduktion produziert oder ich glaube, da steht sowas wie irgendwie künstlerische Gesamtleitung oder sowas. Also auf jeden Fall. Er ist der Boss, der im Hintergrund der die Strippen zieht. Nicht mal Buse, sondern Brauner. Hat ja auch eine lange Karriere gehabt, soll mal hier prominent genannt werden. Und ansonsten Musik von Peter Sandloff, Kamera Karl Löb. Und Regie, wie gesagt, Harald Reinl. Und vor der Kamera Gerd Fröbe hatten wir erwähnt, Lex Barker, Dalia Lavi. Mhm. Und relativ spät im Film zu sehen, Wolfgang Preis. Und ich muss sagen, so Gesichtsbekannte. Fausto Tozzi, Fausto Tozzi. Ist auch mal ein toller Name. Oh, total. Mit so einem Namen sollte man eigentlich in der Clan, der seine Feinde lebendig einbaut, mitspielen. Total. Ich hab mich sehr gefreut, dass Herbert Weißbach einen ganz mini kleinen Auftritt hat. Darf mal kurz was zu Gerd Fröbe sagen. Auch so ein Schauspieler, der weniger ein Gesichtsbekannter als vielmehr ein Stimmenbekannter ist. Und hat ganz, ganz viel synchronisiert. Auch so ein Mann, der nie jung war und immer so ein bisschen sprach wie eine Loriot-Parodie eines alten Mannes. So, und das, was hat er ja dann halt, was ich bei Otto gemacht in seinen Filmen und saß immer bei Praxis Bülow-Bogen im Wartezimmer und der war immer dabei, wenn man halt alte Männer brauchte. Hier auch oder alte Stimmen. So. Also auch gerne in irgendwelchen Disney-Filmen und so. Sie fand ich einfach toll. Ich kann schon mal vorweg schicken, ich fand den ganzen Film toll, ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen nervös, weil ich hatte den Film jetzt wirklich seit 30 Jahren plus nicht gesehen. Das ist so ein Evergreen meiner Kindheit. Wir hatten den auch damals auf Video und ich habe den da ein paar Mal gesehen, aber jetzt wirklich seit, ich muss mal sagen, frühen Teenager-Tagen nicht mehr. Und jetzt gerade so beim bundesdeutschen Nachkriegskino, also das ist schon so ein bisschen, da altert nicht alles in Gnaden. Also da habe ich eben auch vieles nochmal drauf geblickt mit Jahren, Jahrzehnten Abstand und dann festgestellt, oh je, meine. Aber der hier... Ja, ich war so ein bisschen so vorneweg so ein bisschen skeptisch, ist auch vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, nervös auch deutlich. Aber ich war auf jeden Fall, ich dachte so bei mir, hoffentlich wird das jetzt nicht irgendwie so eine schwiemlich dröge Sache und man kann sich irgendwie nicht mal in diesen wohligen Modus, wie was ich bei dem Mönch mit der Peitsche oder sowas versetzen. weil eben nun mal Mabuse. Natürlich, ich meine, Mabuse ist super wichtig für die gerade deutsche Filmindustrie, also vorm Krieg. Aber gerade die nach dem Krieg sind halt einfach bei weitem nicht so populär gewesen. Nein. Und sie haben halt sechs Stück davon hingekriegt, während aber eben Edgar Wallace was, 250 hat oder so? Es sind ein paar 30, ja. Ja, ich glaube auch. Aber ja, wie gesagt, also wir hatten ja auch über den Fritz Langschen. Nachkriegs-Mabuse gesprochen und den fanden wir ja beide eigentlich ganz putzig, aber eben auch was die Brillanz anging, konnte er eben auch nicht an seine 20er, 30er Sachen anknüpfen. Ja.
Von daher, wie gesagt, ich war so ein bisschen so, naja, mal gucken und hier noch klar, ich habe mich irgendwie auch gefreut, Lex Barker mal nicht als Old Shatterhand zu sehen, aber trotzdem war ich einfach etwas unsicher, ob er dem gewachsen ist und so. Aber ich muss eben auch sagen, der Film ist, der ist echt ziemlich cool. Der ist total, also ich war erschrocken darüber, wie pulpig der ist. Ja. Ja. Und wie schonungslos auch durchaus in seiner Gewaltdarstellung für die Verhältnisse. Ja, da fließt eben auch mal Blut, da werden irgendwelche Leute mit dem Auto gegen die Wand gefahren und sehen sehr ramponiert aus, wenn sie umkippen. Mhm. Da wird mit brennenden Reifen geschmissen und Leute in Salzsäure aufgelöst und so. Also der ist schon... Ja, also ist halt mal eine andere Nummer als Hans Klarin mit dem Halstuch, weißt du? Also ja. Ich sehe, was du meinst, habe ich auch genauso wahrgenommen. Ich tue mich so ein bisschen schwer, ihn damit den Film in diese Bahnhofskino-Ecke zu stellen, weil es ist ja schon eine große Studio, also oder mittelgroße Studioproduktion, aber mit etablierten Stars. Ja. Und hat eben eine hier etablierte filmische Marke mit diesem Dr. Mabuse-Stoff zu bieten. Andererseits funktioniert er eben wie ein Bahnhofskinofilm in dem Sinne, dass eben alle 5 Minuten so ein Spannungs- oder Action-Beat geboten wird. Ne? Es gibt immer was zu sehen. Irgendjemand stirbt auf grausame Art und Weise. Es gibt eine Verfolgungsjagd. Also es passiert unglaublich viel. Also diese knapp 90 Minuten sind wirklich, wirklich prall gefüllt mit Handlung. Oh ja. Also ja, ja. 1000 Augen meanderte ja, also der direkte Vorgänger von Lang, so ein bisschen im allerbesten Sinne manchmal ein bisschen rum. Da saß man dann auch gerne mal im Hotelzimmer und tauschte sich aus und man durfte mal, es wurde mal ein bisschen geflirtet, aber die Handlung schritt nicht wirklich so rasenden Schrittes voran. Und hier hat man das Gefühl, man kann kaum mithalten. Nicht, dass das alles zwangsläufig immer wahnsinnig viel Sinn ergibt. Weil Berlin ist ein Dorf und anscheinend auch nur von den 10 gleichen, übergleichen Gestalten belebt, die immer an jeder Stelle auftauchen. So, ach, der Pfarrer in der Kirche im anderen Bezirk ist zufällig auch der Gefängnispfarrer und schlag mich tot. Ja, wobei im anderen Bezirk, ich meine, es wird ja interessanterweise nie gesagt, dass es wirklich Berlin ist, aber wer sich ein bisschen auskennt und es gibt natürlich einfach Ecken, die haben sich gar nicht mal so sehr verändert. Also ich habe, du auch im Übrigen, aber also wir haben einige Jahre ja in der Nähe gearbeitet von dem Patentamt. Mhm. In Kreuzberg und das muss hier halt herhalten für das Polizeipräsidium. Und ich habe eben schon so das Gefühl, dass sie mehr oder weniger die Kamera halt in 4 Richtungen von derselben Ecke gehalten haben, sollen dann aber eben sehr unterschiedliche Orte halt in Berlin sein. Und so. Es ist halt ganz, 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 ganz goldig halt gelöst, aber ja, man sieht das natürlich schon, auch gerade eben durch die Hochbahn und so und ja. Und normal, und sagen wir mal, die Mabuse-Sachen haben jetzt, sagen wir mal, traditionellerweise im Babylon Berlin halt gespielt. Ne? Im Sündenpfuhl. Ja. Genau. Duke Nukem 69 oder 69, schreibt bei der UFDB, zum Inhalt. Dr. Mabuse. Ich weiß nicht, welche Interessen treiben diesen jungen Mann, nehme ich mal an, um. Ich möchte nicht spekulieren. Ich glaube, zwei Interessen. Aber lassen wir das mal so stehen. Dr. Mabuse schlägt wieder zu. Ungeklärte Morde entsprechen seinem Täterprofil. Kommissar Lohmann, Gerd Fröbe ist das, und Joe Kobo, das ist Lex Barker, heften sich an seine Fersen. Die Spur führt ihn in ein Gefängnis, in dem die Sträflinge willenlose Werkzeuge von Mabuse sind. Um ihn zu enttarnen, lässt sich Kobo einweisen. Dort gerät er aber selbst in Lebensgefahr. Ja, soweit so korrekt. Ist stark verkürzt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt grundlegend nicht falsch, ne? Aber ja, ist einfach so 60 Minuten in der Mitte ausgelassen, aber ist total in Ordnung. Ja. Weil ich muss auch sagen, der Weg dahin, also zu diesem wirklich vergleichsweise spektakulären Finale, wo dann alles auch nochmal richtig eskaliert und wir dann gefühlt 3 parallele Spannungssequenzen, Verfolgungsjagden gegeneinander Explosionen gestellt haben, ja. Der ist schon wild. Also ich tue mich schwer damit, das so 1:1 nachzuerzählen, wie die da hinkommen. Ja, es ist, man könnte auch hier an der Stelle behaupten, dass es meandert, aber nicht im Sinne von es plätschert oder drögelt sich so vor sich hin, sondern nein, es ist halt, es schlägt Haken. Vielleicht ist das richtige Wort. Ne, wir fangen halt mit sehr klassischen Motiven halt an, auch eben etabliert durch Fritz Lang, vielleicht gar nicht mal so sehr durch Mabuse selbst, sondern eben natürlich auch durch M. Ne? Ja. Also wir sind halt in diesem seedy Underbelly mit Nachtbars, verrauchten Räumen und leichten Damen, Bettler sind auf der Straße und pfeifen sich Dinge zu. Das ist halt alles sehr M, natürlich. Ja. Und der Film ist keine
keine 5 Minuten alt. Da wird dann eine Dame, die uns eben als sehr wichtig erstmal verkauft wird, mal eben von einem Flammenwerfer aus einem LKW abgefackelt. Ja, das ist toll. Das Syndikatmobil habe ich jetzt mal hier mal getauft. Das Syndikatmobil, ja, genau. Das ist so ein quasi vollgepanzerter Bulli, ja. Transportwagen, und der hat eben allerlei Gadgets zu bieten. Also der kann aber auch wahlweise Menschen einfach nur betäuben, aber natürlich auch in Flammen setzen. Natürlich. Also das ist schon fast so ein Phantomas-Ziel. Ja, schon toll, ne? Mochte ich spontan sehr gerne, und wie hat mich eben auch das erste Mal schockiert, weil den Flammenwerfer da überhaupt einzusetzen, das ist ja schon eine heftige Nummer an sich. Aber dann eben auch noch tatsächlich eine Stunt-Person halt zu zeigen, die sich dann eben windet und auf den Boden fällt, während halt die Flammen da hochschlagen. Das hätte ich dem Film, ich hätte einfach nicht gedacht, dass ein deutscher Schwarz-Weiß Krimi von 1961, dass sie sich das so trauen würde. Ich war auch überrascht jetzt wieder, weil die Szene hatte ich vergessen. Ich liebe das Erzähltempo des Films einfach. Ich mag eben auch, ich habe gerade ein bisschen so darüber gewitzelt, in Berlin leben eigentlich nur 10 Personen und die laufen sich da ständig über den Weg in dieser riesengroßen Stadt, in West-Berlin zumindest. Aber ja, das macht den Film eben auch so reizvoll, weil die ganze Realität dieses mabusischen Mikrokosmos, dieses Film-Berlins ist einfach so kondensiert auf ein kleines Personal und die Tatsache, dass sie sich immer wieder über den Weg laufen, und eben sobald, genau, nämlich auch wenn diese Frau in Flammen gesetzt wurde und da verstirbt, ist Kommissar Lohmann Sekunden später am Tatort. Man weiß nicht, wo er gerade herkommt, aber er fährt einfach mit dem Wagen vor. Die Frau brennt noch und er fährt vor. Was ist los? Ja. Und ich finde das schon heiß. Also auch dieser Wille, nicht der Wille, aber diese Bereitschaft einfach auch komplett hier zu sagen, wir pfeifen auf jedweden Anstand und jedweden Anspruch an eine wahrheitsgemäße Darstellung polizeilicher Arbeit, sondern einfach nur, es wird ja, glaube ich, auch sogar von einem der Schurken kommentiert, dass Kommissar Lohmann eigentlich die ganze Zeit überall ist. Ja. Also den wirst du nicht los, so von wegen. Also der ist auch schon irgendwie, der ahnt nur, dass irgendwo in irgendeinem Bezirk was Bösartiges geschieht, und der ruft schon ein ganzes Sondereinsatzkommando zusammen. Toller Typ. Und dabei beginnt es so harmlos, ne? Er will einfach was trinken gehen, auf einen Ausflug, gibt so ein Zwiegespräch mit seiner Frau, hat 4 Kästen Bier eingepackt. Also sein Sohn hat 4 Kästen Bier für ihn eingepackt. Genau, weil er fischen gehen will, genau. Und daraus wird eben nichts. Kommt aber auch nicht wieder zur Sprache, sein ganzes Familienleben, was ich auch interessant fand, weil wir haben eine relativ lange Szene, in der eben etabliert wird, da, also dass er einen Sohn und eine Tochter hat und seine Frau, das Heideröschen, greift irgendwie 10 bis 12 Mal an Arsch. Aber die Tochter hört einfach nie wieder auf. Nee, aber ich fand das, sagen wir mal, rein von der Idee, die Figur zu erklären oder uns näher zu bringen. Ich fand das schon ganz cool, weil mir gerade früher hat eben so diese Wirtschaftswunderfigur. Natürlich, ja. Ne, ich meine, der ist halt, wie soll ich das sagen? Er hat einen unglaublich fetten Bauch. Ja. Aber der Rest nicht unbedingt. Aber so, ne, also als hätte er sich halt irgendwie, keine Ahnung, ich meine, als hätte er sich irgendwie seit 48 oder sowas nur noch von Wurst und Sülzer ernährt. Ja? Und jeden Tag die 4 Kästen Bier getrunken. Aber also ganz, ganz merkwürdige, also ich glaube, der einzige andere Schauspieler, der so sehr nach Wirtschaftswunder aussah, ist Heinz Erhardt. Vermutlich, ja. Und dann darf er eben so ein bisschen jovial sein und dann irgendwie durch die Gegend krakeln und vielleicht noch irgendwie, weiß nicht, Wagner anstimmen oder was auch immer da singt, und dann eben seiner ebenso dreien Frau dann eben an einen Popo packen und all das. Also er wird halt etabliert wie ein knuffiger Mensch aus der Nachbarschaft jener Tage. Ja, ja. So. Ich glaube, also eine Figur, mit der sich eben zum Beispiel zumindest das 61er Publikum vermutlich sehr schnell sehr identifizieren konnte. Und das eben auf eine sehr clevere, verhältnismäßig kurze Art und Weise. Und das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, und eigentlich auch den Rest des Films, ist er eben so ein ganz klassischer Detektiv im Trenchcoat. Aber er darf eben ab und an auch mal ein paar sehr markige Sprüche halt loslassen. Also gerade gegenüber seinem Adjutanten Voss. Was sagt er zu ihm irgendwie? Vielleicht sind sie bösartig oder einfach nur ein Idiot oder sowas in der Richtung, sagt er zu ihm. Kann ich nicht mehr ganz genau erinnern. Ja, ja. Aber dafür, dass er sich halt so sehr auf Vosses Zuarbeit verlässt, geht er recht ruppig mit ihm um alles. Ja, Zuckerbrot und Peitsche, so macht man das.
Das ist, er ist ein guter Boss, aber das weiß ich nicht. Ich möchte nicht für ihn arbeiten, aber er taugt total gut als Sympathieträger. Ich war jetzt auch ehrlich gesagt darüber überrascht, wie grundsympathisch ich ihn finde. Also als Identifikationsfigur für mich taugt er jetzt persönlich nicht, aber ich finde ihn komplett sympathisch und bin voll dabei und kann mitfiebern, eben auch weil er als etwas grantige, verquere, teilweise auch ruppige Figur gezeichnet wird, aber eben trotzdem immer so ein liebenswerter, jovialer Schenkelklopfer-Typ ist, mit dem man gerne mal was trinken gehen würde. Und ich meine, insbesondere im Kontext der Tatsache für mich überraschend, Gerd Fulbe so als überzeugende Sympathiefigur zu sehen, weil er eben auch zwei legendäre Filmschurken gespielt hat, mit Auric Goldfinger in dem James Bond-Film und dem Kindermörder in Es geschah am helllichten Tag. Eben, das sind auch zwei so Figuren, mit denen ich ihn maßgeblich verbinde. Und trotzdem gelingt es ihm hier, das alles vergessen zu machen. Er ist einfach ein guter Typ. Er ist so gut, dass ich auch immer, wenn dann Lex Barker wieder auftaucht und er längere Szenen hat, ihn vermisse. Weil ich muss sagen, Lex Barker war für mich die große Enttäuschung des Films, weil ich glaube, er macht schon das, wofür er hier gebucht wurde. Ja. Aber das ist eben nicht das, was mir unbedingt gefällt, weil er sieht eben die ganze Zeit aus wie ein Dressman und nicht viel mehr. Er kriegt allerdings auch nicht viel dramaturgische Stoff an die Hand, mit dem er arbeiten kann, weil er ist eigentlich nur dazu da, um smooth und geleckt und ja allglatt rüberzukommen und undurchsichtig. Und das ist eine schwierige Rolle. Also das so zu spielen, glaube ich, dass es interessant wird. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Mhm. Ich glaube, ich würde nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Das mag aber auch einfach echt daran liegen, dass ich einfach so unglaublich happy bin, ihn eben in was anderem zu sehen. Mhm. Außer nur eben in Karl-May-Verfilmungen. Und sagen wir mal so, man kann nicht behaupten, dass er nicht gut aussehen würde. Nein. In seiner Rolle. Ich glaube tatsächlich, dass er ein bisschen, ich glaube, er ist persönlich oder als Schauspieler etwas überfordert und das Drehbuch lässt ihn auch ein bisschen im Stich an dieser Doppelt- und Dreifach-Agenten-Handlung. Ja. Er hat viele Identitäten. Er ist ja unweit im Prinzip der Ermordung von hier Miss Pizarro oder wie sie auch immer heißt. Ja, ich habe schon richtig, ja. Ne, und der Mensch, mit dem die Dame, die dann eben in Flammen endet, spricht, also ist es Mabuse, ja, aber jedenfalls erwähnt diese Stimme einen Partner und dann sehen wir als nächstes gleich erstmal Lex Barker. Ja. Und dann haben wir eben kaum haben wir die Flammenwerfer-Szene, geht er einem ans Telefon und tut eben so, als sei er dieser entsprechende Partner und er will eben gegenüber Dalia Lavi seinen Namen nicht nennen und auch nicht seinen Beruf und all diese ganzen Geschichten. Er soll halt undurchsichtig sein. Dafür sieht er aber eigentlich schon fast zu gut aus. Du denkst dir, aber komm, das ist doch ein Privatdetektiv oder so. Also, ne? Und dann kommt er eben mit der Sache raus. Er ist Joe Como vom FBI, was allein schon ein toller Name ist. Ja. Das könnte auch eine eigene Groschenheftreihe kriegen. Nur um dann halt, ich hab seinen Decknamen vergessen. Nick Santo und Singh. Ja, und dann noch Bob, auch wird das später auch nochmal erwähnt. Auf jeden Fall muss er dann so tun, als ob er eigentlich der Verbrecher ist, der aber so tut, als wäre er ein FBI-Agent. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist er ja der FBI-Agent, der so tut, als wäre er ein Verbrecher, der so tut, als wäre er ein FBI. Ich glaube, damit ist er einfach überfordert. Ja. Ich als Zuschauer bin schon ein kleines bisschen überfordert. Und das Drehbuch gibt ihm wenig Gelegenheiten, diese Undurchsichtigkeit wirklich auszuspielen. Ne? Ich meine, dann darf er da irgendwie im Kirchenschiff da irgendwie mit dem Lautsprecher reden. Ja. Was ehrlicherweise aus meiner Perspektive den Pfarrer da undurchsichtiger aussehen lässt als Joe Como, aber naja. Ich glaub, die Idee ist besser als die Ausführung an der Stelle. Du, ich habe auch größere Sympathien für Lex Barker und ich habe ja auch gesagt, er kann, glaube ich, nicht viel mehr mit dem machen, was ihm da in die Hand gegeben wird, drehbuchseitig. Er muss eben eine undurchsichtige Figur spielen und deswegen bleibt er eben auch immer sehr, sehr entrückt und ich bin sehr emotional distanziert von ihm. Aber das trifft eben auf viele Figuren zu und das ist eben so, ich möchte nicht mal sagen Grundproblem des Films, weil es ist auch schon mehr zu negativ behaftet und ich mag den Film ja, aber der Film hat es sich eben selber zum Anspruch gemacht, sich möglichst alle Optionen offen zu halten und möglichst viele Filmfiguren als mögliche
kriminelle Genies hier einzuführen. Das gilt ja sogar für Dalia Navi als Jungreporterin, die dann in der Bar gezeigt wird, vor zwei Martini-Gläsern sitzend, und dann kommt eben hier Joe Como alias Nick alias Bob alias irgendwer rein und sagt, hier, wem gehört das zweite Glas? Oh, ich habe zwei Martini getrunken. Glauben Sie mir etwa nicht? und ich meine, so werden eben alle Figuren behandelt. Also alle sind so undurchsichtig, durchtrieben. Was führen die im Schilder? Geht jetzt zum Zuchthausdirektor, unser Kommissar, geht da wieder raus, sagt hier zu Voss, seinem Assistenten, na, halten Sie den mal im Auge, ich traue dem nicht, tut er auch gut dran, ist ja auch richtig. Aber so geht's eben mit allem. Mit dem Typ mit dem Holzbein, mit dem Priester, mit allen. Also der Typ, der in der Gefängnisapotheke arbeitet, das ist auch so. Wobei, doch bei dem sind wir uns ja relativ klar vom Beginn, dass der einfach ein übler Kerl ist. Weil der spritzt gleich zu Beginn hier dem Sandro Hypnosemittel. Genau, hier ist er noch gleich Böhmler halt, genau, gespielt von Werner Peters. Genau, so ein Name aus dem Loriot-Film. Total, es ist aber eben auch so, dass der Film sich dadurch natürlich, sagen wir mal, die Freiheit erkauft, Leute eben auch links und rechts über den Jordan zu schmeißen. Ne? Also kaum lassen sich Lohmann, Como und das Publikum darauf ein, irgendjemand zu verdächtigen. Und schwupps, wird eine Decke weggezogen und dann ist der Holzbeinige eben in der Zelle anstelle von Sandro, glaube ich. Weil die eben auch vermutlich beide die gleiche Figur haben. Das ist wahrscheinlich der unsicherste Knast, nicht nur Berlins, sondern wahrscheinlich weltweit. Die Leute gehen ein und aus, wie sie wollen. Menschen verschwinden. Und das ist aber im Übrigen vielleicht auch der Moment, an dem man kurz erwähnen sollte, dass, nochmal, ich will das auch alles im höchsten Maße unterhaltsam und sehr, sehr spannend inszeniert. Und es werden einige Grenzen überschritten, die zumindest in meinem Kopf existierten in Bezug auf Filme jener Tage dieser Art, in solchen Genres. Das Drehbuch bedient sich aber, also genauso wie sich Reinl eben rein visuell eben durchaus bei Lang bedient sich das Drehbuch aber eben auch an Versatzstücken. Mhm. Der vorherigen Filme. Ne, die Tatsache, dass eben, ich spoiler jetzt einen Film von 1961, aber dass eben der Gefängnisdirektor letztendlich das ausführende Organ, wenn nicht sogar eben Dr. Mabuse höchstpersönlich ist, das bezieht sich natürlich ganz deutlich eben auf das Testament des Dr. Mabuse, der erste Film jenes Titels. Genauso wie eben auch die Drohung eben, also hier sind es Atommeiler, beim Testament waren es damals, glaube ich, Chemiefabriken, dass die in die Luft gejagt werden. Ja. Auch das ist halt ähnlich, dass eben Mabuse aus dem Gefängnis oder aus der Irrenanstalt oder was auch immer man gerne da nehmen möchte, seine Befehle auf seltsame Art und Weise weitergibt, sodass sie eben von seinen Leuten draußen durchgeführt werden. Also es ist alles nicht hochoriginell, was uns hier präsentiert wird, sondern speist sich eben im Prinzip oder bezieht sich zumindest sehr, sehr deutlich auf Dinge, die uns aus der Filmreihe schon bekannt ist. Das tut dem Film meiner Meinung nach keinen Abbruch. Nee, überhaupt nicht. Also die Frage, wer von all denen ist jetzt nur eigentlich Mabuse, die treibt einen schon, glaube ich, ein bisschen um. Ja, ich finde es relativ leicht zu beantworten, aber ich glaube, das ist auch, weil wir mittlerweile extrem geschult sind, jetzt 60 Jahre after the fact in solchen Dingen. Natürlich. Und natürlich, wenn wir nicht sehen, genau, wer dort in das Auto einsteigt, das dann explodiert und mutmaßlich den Zuchthausdirektor Wolf in den Tod reißt, können natürlich. Wir an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er es nicht war, sondern natürlich. Irgendjemand anders, der da gerade explodiert ist. Genau, außerdem sieht Direktor Wolf sowieso schon irgendwie aus wie der Master aus Doctor Who oder der Teufel, ich weiß nicht. Er sieht aber aus wie Wolfgang Preis in Die tausend Augen, nämlich wie jemand, der sich verkleidet hat. Ja, der einen falschen Bart trägt. Und ich glaube, Fausto Tozzi sieht wirklich so aus. Das ist ja irgendwie die besondere Ironie. Ich glaube, sie haben schon extra eine dicke Brille aufgesetzt, aber ich glaube, der Bart ist echt und die Haare sind echt. Das sieht aber nicht danach aus, Nein, aber es ist nicht schwer zu durchschauen, aber es macht Spaß, total dabei zuzusehen, wie sich der Film halt entfaltet in die Richtung. Und ich glaube, das ist dann aber auch wirklich so ich meine,
sie sind ja alle gut. Gerd Fröbe ist natürlich einfach wirklich herausragend, aber es macht eben mir zumindest eben auch Spaß, Lex Barker zu sehen, wie er da irgendwie auf sehr übergriffige Art und Weise irgendwie Dalia Lavis Bett zu einem Sofa umfunktioniert und so. Ja, die Arme, ne? Der wartet einfach abends in der Wohnung auf sie. Und ja. Und sie so, ja, wir sind hier reingekommen, das tut nichts zur Sache. Also ich dachte so, ja, okay, das ist so. Doch, ich finde eigentlich schon, ja. Ja. Naja, nee, aber wie gesagt, es ist. Man ist ja hier, sagen wir mal, wegen der Fahrt und nicht wegen des Ziels. Ja, richtig. Und ich glaube, die Fahrt ist wild. Und ich hatte wirklich Spaß dabei. Und es sieht eben auch wirklich hübsch aus alles. Absolut. Ich war teilweise ein bisschen, ich möchte sagen, enttäuscht, entsetzt von mir, überrascht von mir selber, wie gut das alles funktioniert, weil du hast komplett recht in deiner Beschreibung einfach von Plot, Versatzstücken aus anderen Mabuse-Stoffen, aber auch grundsätzlich aus Kriminalfilmen dieser Zeit. Wir haben fast alles, was wir hier sehen, so oder so ähnlich schon in 30 anderen Filmen gesehen. Dennoch habe ich eben gemerkt, es funktioniert total bei mir. Also das, ja. Es gibt unglaublich viele klischeebeladene Szenen, die ich jetzt alle nicht nacherzählen möchte, aber vielleicht mal eine exemplarisch genannt ist die, in der eben dieser eine Professor, der dann kurz davor ist, die Identität von Mabuse zu enthüllen und dann just in dem Moment erschossen wird, so, ach, jetzt fällt mir der Name des Bösewichtes ein. Es war Doktor. Und dann kam irgendwie also ein Schuss aus dem Hinterhalt und er fällt um. Und ich war überrascht davon, dass selbst in solchen Szenen ich eben komplett mitgegangen bin. Ja. Weil es gibt eben Grund dafür, warum Reinl und seine Autoren die hier einsetzen, weil sie funktionieren. Weil die eben so abgegriffen sie sind, eben funktionieren. Und dann wiederum, hast du ja auch recht, hat der Film doch genug nochmal so grenzüberschreitende Momente, die einfach so authentisch creepy sind, wie zum Beispiel der skelettierte Sandro, aber auch vorher schon sein heftig, Fenstersturz, sein Suizid, der ist so unangenehm und überraschend ist. Also das erwartet man eben dann doch nicht in einem Film aus einer Zeit, in der eben bundesdeutsche Kinofilmstoffe etwas betulicher und beschaulicher und zurückhaltender waren in ihrer Gewaltdarstellung. Also gutes Ding. Also Mabuse ist fies. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag ja die Idee von Mabuse wahnsinnig. Ja, ich auch. Das ist, sagen wir mal, der ursprüngliche Dr. Mabuse überhaupt gar nicht mehr, also schon seit langer Zeit gar nicht mehr unter uns weilt. Aber das quasi der Geist Mabuses, die Philosophie eines Mabuse halt sich da so durchzieht und andere, sagen wir mal, großformatig denkende Verbrecher inspiriert und all das und die sich dann eben den jeweils aktuellen Techniken so bedienen. Und ich finde es eben auch so spannend, dass die Figur oder die Idee eines Mabuse sich ja im Prinzip bis heute auch immer wieder finden lässt. Ich meine, bin mir nicht ganz sicher, ob du Babylon Berlin gesehen hattest. Aber da gibt es eben auch eine Figur, die mit Hypnose arbeitet und aus einem Zuchthaus heraus Dinge wie eine Spinne im Netz lenkt und so. Und also, dass sich das natürlich direkt hierauf bezieht, ohne es halt jemals genau zu sagen, ist halt völlig klar. Und ich finde das schön. Ich finde das eine sehr wohlige Vorstellung, dass eine so alte, eine über 100 Jahre alte Figur, Filmfigur und noch länger als Romanfigur existierende Idee halt sich noch weiter halt durchzieht in Filmen, in Büchern, in Comics, in was weiß ich, in Fernsehserien. Ich finde das fast schon ein bisschen beruhigend. Und ich bin schon mal sehr gespannt, ob wir irgendwann mit der Mabuse-Reihe dann weitermachen. Ich glaube, das sollten wir. Also für mich die offenkundigste Parallele, um mal deinen Gedanken vorzusetzen, war immer der zur Saw-Reihe, ehrlich gesagt. Also, oh ja. Weil, sorry, ich muss jetzt mal die Saw-Reihe spoilern, aber auch diese Filme sind mittlerweile relativ alt und ich glaube, die Leute, die sehen wollten, haben sie mittlerweile gesehen und Menschen, die kein Interesse an Saw 1 bis 10 oder 11 haben, werden sie auch jetzt weiterhin nicht gucken. Aber der Jigsaw-Killer, John Kramer, von Tobin Bell gespielt, stirbt in der Reihe ja auch in Teil 3. Aber es gibt immer Leute, die sein kriminelles Erbe weitertragen und im Grunde ist das komplett einfach die Mabuse-Idee 1:1 wie hier in den Filmen gezeigt. Der Schurke ist zwar tot, aber sein Geist lebt weiter und seine Verbrechen gehen eben weiter und deswegen gibt es eben
eben auch bis heute Saw-Sequels. Deren Qualität möchte ich sagen nicht ganz, die Mabuse-Filme, die ich bisher gesehen habe, ranreicht. Aber auch das ist eine ganz offenkundige Parallele für mich. Und deswegen ist es zeitlos gute Idee einfach auch. Ja. Also woran ich am meisten denke tatsächlich, sind die Grendel-Comics von Matt Wagner. Aha, nie gehört. Es ist super, also eine meiner absoluten Lieblings-Comic-Reihen, in der eben die ursprüngliche Figur Grendel auch nach den ersten drei Heften stirbt. Mhm. Und dann halt praktisch die Grendel-Persona sich halt über geradezu Jahrhunderte durchsetzt und immer weiterentwickelt und quasi so eine Art weltumspannendes Phänomen wird. Und es ist im Prinzip so eine Art Studie über Aggression und gesellschaftskritisch und all das, aber eben gleichzeitig kommen Vampire vor und Laserschwerter und so ein Zeug. Ist toll. Grendel ist super. Und da Matt Wagner eben offenkundig auch ein ganz großes, ganz große Liebe hat für so Art Deco und sowas, gehe ich mal stark davon aus, dass er sich genau von solchen Sachen hat auch inspirieren lassen. Hm. Also absolut, er hat überhaupt nichts jetzt mit Mabuse direkt zu tun, aber uneingeschränkte Empfehlung an Comicleser da draußen ist toll. Ich hoffe, genauso toll wird es dann mit den weiteren Mabuse-Filmen auch. Ja, genau. Ich gehe fest davon aus. Ich wollte zweiter Gedanken hier kurz nachschieben und dann können wir auch gerne weiterschreiten zum Clan, der die Feinde und so weiter. Ich wollte nur mal ausdrücklich lobend erwähnen, die Filmmusik von Peter Sandloff, die ich wirklich gelungen fand. Also wirklich gute Spannungsmusik und ich fand auch teilweise wirklich verspielt und hübsch anzuhören. Fast ein bisschen überraschend auch, hat viel so Glockenspiel auch eingebunden. Also ist mir wirklich aufgefallen, gerade bei den Szenen in der Kirche, wo dann Mabuse durch die Lautsprecher da spricht und das fand ich schon einfach sehr unheimlich und sehr, sehr gut orchestriert, also musikalisch vertont. Und zum Thema unsicherer Knast noch, es gibt da quasi noch so eine Nebenhandlung, weil der Film ist ja nicht voll genug von verdächtigen Figuren und Nebenhandlungssträngen mit dem Vater von unserer jungen Reporterin Maria Sabrem, Professor Sabrem. Und der braut tatsächlich im Knast Nitroglycerin. Und ich dachte, ehrlich gesagt, es sei ein Gag. Also ich dachte, man lässt ihn so machen, weil der ist offensichtlich geistig ein bisschen hier durch, ne? Und dann lass ihn mal glauben, dass er Nitroglycerin gerade braut, aber er hat wohl wirklich Sprengstoff in der Hand. Also weil alle schrecken ja zurück und sagen, okay, wir gehen mal besser raus aus dem Raum. Was ist denn das für ein Gefängnis? Also da werden Gefangenen Gifte gereicht und Sprengstoff und alles Mögliche und ich weiß nicht, was da los ist. Also Sodom und Gomorra, furchtbar. Und noch ein letzter Gedanke, auch sehr hübsch, fand ich tatsächlich einfach, dass auch nie genau spezifiziert wird, für welche kriminelle Organisation man eigentlich arbeitet, sondern es geht einfach immer nur um, entweder ist Chicago oder das Syndikat. Also das ist auch, glaube ich, so der Inbegriff krimineller Bedrohung, ne? USA, eine Metropole in den USA. Ich glaube aber auch, das Publikum, ich meine, der ganz ehrlich, glaube, mir der ist sicher auch aus Chicago. Aber ich meine, wenn ich Chicago höre und ich gehe mal davon aus, dass es in den 60ern nicht anders war, dann denke ich erstmal Al Capone. Also von daher. Ja, vielleicht machen wir weiter. Ja, wir gucken mal. Also irgendwann bestimmt. Hat jetzt Jahre gedauert zwischen 1000 Augen und diesem Jahr. Aber ich hatte Spaß. Ich gebe dir auch absolut, ich stimme dir zu, die Musik ist echt klasse. Ja. Voll gut. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir den Film jetzt als zu gut verkauft haben und Menschen sich den angucken und denken, oh. Ich sage ja auch immer wieder, ich meine, ich bin ja auch einfach mit sowas auch groß geworden und entsprechend ist das halt echt eine wohlige Erinnerung auch. Ich habe die Mabuse-Sachen, wenn sie dann im Fernsehen damals liefen, einfach auch lieber geguckt als eben Wallace zum Beispiel. Ja. Wer hat das Gespräch kürzlich? Deswegen sage ich mal, mir geht's genauso. Cool. Eine weitere geteilte Liebe, die wir haben, ist die für gute Comicbücher und du selber hast ja auch einige verfasst und korrekt. Werd mal los, wo es die zu kaufen gibt. Die sind genauso wie Grendel, was ich gerade erwähnt habe, natürlich auch in verschiedenen Sammelbänden und zumindest mal irgendwann erschienen und irgendwann werden die auch wieder erhältlich sein. Auf alinafox.de bis dahin gibt es da natürlich die Einzelhefter und die Hörspiele gibt es da auch. Ich mal wahnsinnig gerne meine Unterschrift drauf und schicke die Sachen höchstpersönlich in die Post. Ich leck auch gerne mal das Papier da an, das wer weiß, worauf man so steht. Aber auf jeden Fall freue ich mich eben auch immer sehr, wenn meine Arbeit unterstützt wird und bedanke mich dann halt auch immer gerne. Auch hier live und öffentlich und in Farbe. Vielen herzlichen Dank auch an alle Menschen, die diesen Podcast und die am Bahnhofskino hängenden anderen Formate unterstützen. Und Daniel und ich können das hier jede Woche nur machen. Und wir machen das ja wirklich jede verdammte Woche.
Also mit ganz wenigen Ausnahmen. Wenn wir nicht gerade im Urlaub sind. Genau, und dann mache ich es mit irgendjemand anderem. Aber natürlich am allerliebsten mit Daniel. Und damit wir das weitermachen können, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Und viele fördern uns bereits. Und dafür herzlichen Dank. Und wer sich dazu gesellen möchte, kann dies tun unter patreon.com/Bahnhofskino. Gibt Zugang zu unserem Discord-Server. Gibt alle Bahnhofskino-Folgen eine Woche vorab. Zugriff auf unser ganzes Archiv. Und für Menschen, die gerne nochmal 2 Euro mehr in die Hand nehmen, auch jeden Monat mindestens eine Bonusfolge. Und das ist doch eine ganze Menge, ne, für echt wenig Geld. Also für den Preis ungefähr einer Limo pro Monat. So. Einer Limo? Ja, einer Limonade. Sehr schön. Eine Flasche Bier, die auch Kommissar Lob. Was sagt Lex Barker zu der Lia Lavi an einer Stelle? Bier ist doch eine feine Sache, das beruhigt oder schärft die Sinne? Ja, ja, sowas in der Richtung, guck mal, da ist der Lohmann und trinkt sein Bierchen in der Kneipe und dann sagt Lex Barker sowas wie, ich paraphrasiere, ja, ja, das ist gut für ihn, das schärft seine Sinne oder sowas. Es war eine andere Zeit. Ja, so kann man das, glaube ich, auch sagen, ja. Ich bin ein bisschen neidisch darauf, dass du, wie du mir gerade berichtet hast, der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert, gerade erst gesehen hast. Weil das heißt, die Handlung ist hier noch relativ frisch im Gedächtnis, wohingegen ich schon so mit den Worten ringen werde, höchstwahrscheinlich. Beim Versuch, mich daran zu erinnern, was in dem Film alles passiert. Denn der Film ist ebenso wie Dr. Mabuse extrem storygetrieben. Und ich habe den Film jetzt vor einer Woche gesehen, du vor einer Stunde. Ja, so etwa, ja. Es wird ein interessantes Gespräch. Das denke ich aber auch, ja. Ich bin mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht aber so richtig sicher, ob es mir leicht fallen wird, den Plot auch wirklich so wiederzugeben, wie er es vielleicht nötig ist, weil er ist schon sehr komplex. Er ist erschreckend komplex. Also ich habe selten einen Film so oft angehalten wie diesen, muss ich zugeben. Ja. Weil ich war der Auffassung, ich könnte diesen Film sehen, ich möchte nicht sagen nebenbei, aber ohne 100%ige Konzentration. Und dann habe ich nach 10 Minuten festgestellt, das wird so nichts. Ich kann nicht nebenbei auch noch Notizen machen. Entweder mache ich Notizen oder ich gucke diesen Film. Also habe ich etwas für mich relativ Ungewöhnliches getan, nämlich den Film jedes Mal angehalten, wenn ich eine Notiz gemacht habe. Und dadurch wurde diese 100-minütige Erfahrung für mich zu einer ungefähr 180-minütigen Erfahrung. Aber ich kann nicht sagen, dass es sich nicht gelohnt hat. Also gutes Ding. Ja, doch, durchaus. Ich war auf jeden Fall hochbegeistert von Martin Balsam. Bin mir nicht sicher, wie man wirklich aussprechen möchte. Martin Balsam. Klingt gut. Ich weiß es nicht. Ich finde Balsam einfach. Es gibt einfach so einen Namen, weißt du, wie Eli Wallach. Der wird bei mir für mich immer Eli Wallach sein, aber ich gebe mir immer Mühe, Eli Wallach zu sagen. Aber hier Martin Balsam, ich weiß nicht. So, jedenfalls. Ich fand es großartig. Es ist ja doch häufig so, dass im italienischen Kino jener Tage dann eben amerikanische Schauspieler genommen werden, um den ganzen halt noch ein bisschen internationalen Flair zu verabreichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film das hier braucht. Die Schauspieler sind super, die er hat, und Franco Nero ist ja nun auch kein Unbekannter. Aber was ich ja total faszinierend fand, war, dass Martin Balsam hier überhaupt nicht rausfällt. Ne? Er ist kein Ernest Borgnine, er ist kein Lee Van Cleef, der irgendwie vielleicht ein bisschen fehl am Platz ist, aber als Martin Balsam, keine Ahnung, er bewegt sich wie ein italienischer Schauspieler, er gestikuliert und steht im Raum wie alle anderen auch, und es ist einfach, der passt da einfach rein in diese Welt, und das ist ganz, ganz toll, das anzusehen, zumal er auch fast allein den Film tragen muss, habe ich so das Gefühl. Er hat ganz, ganz tolle Schauspieler an seiner Seite, die ihm da helfen, aber auf keiner Figur ist so ein Augenmerk wie auf ihm. Absolut, ja. Selbst Franco Nero, der auch hier toll ist, und ich freue mich auch immer, wenn man ihn als guten sieht, als positiv behaftete Figur. Und auch das macht er ganz hervorragend. Und keine leichte Rolle, die er hier hat. Aber wie gesagt, das Augenmerk ist halt komplett auf Kommissar Bonavia. Ja. Gute Straße, schöne Straße. Ja, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung von Franco Nero, merke ich gerade, weil ich habe ihn in relativ vielen Rollen als, ich würde mal sagen, guter, auf der Seite des Guten in Erinnerung, aber klar, er hat auch viele gute Bösewichte gespielt und er ist auch hier gut. Ist ein interessanter Karrierezeitpunkt für ihn, weil ich glaube, es muss so vier Jahre nach Django gewesen sein, seinem großen Durchbruch, und ich glaube, er war noch so in seiner Selbstfindungsphase. Werde ich jetzt zum Character Actor oder zum Martinista. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Oder
spiele ich eher in tiefgründigen Filmen mit oder eher in populistischem Zeug? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Frage stellt sich auch im italienischen Kino gar nicht so. Ich glaube, deswegen gucken wir ja auch gerne oft auf das italienische Kino dieser Zeit, weil ich glaube, die Hemmung davor, auch von bekannten Namen in solchen und solchen Stoffen mitzuwirken, war einfach nicht so groß, wie es jetzt vielleicht im Bundesdeutschland der Zeit war, wo es dann hieß, ja, okay, das sind so die großen Köpfe für das Kino der Intellektuellen und hier ist die schmuddelige Genrekost. Da gab es genau. So Leute wie Franco Nero, die haben alles gemacht. Ja, und das macht ihn eben auch nochmal so sympathisch. Ja, total. Ne? Ja, klar. Also wenn man jemanden, wie Helmut Berger, den wir ja auch durchaus so einen italienischen Polizeifilm hatten, ich glaube, so eine Schauspieler waren dann durch. Ne? Also eben noch, bei Visconti und jetzt halt sowas, da kannst du ihn nicht mehr besetzen. Na, aber Franco Nero, bei dem ging das, ja. Gut. Der Kleine seine Pfanne lebendig einmauert. Ich glaube, das wichtigste Personal haben wir bereits genannt, Damiano Damiani, hier ganz entscheidend, nämlich auch als nicht nur als Regisseur tätig, sondern auch als Co-Autor des Drehbuchs, auch ganz wichtig und wunderbar ist Riss Ortolanis orchestrale Filmmusik. Ja, wundervoll, ja, sehr schön. Als die ersten Melodietöne erklangen, dachte ich mir, das klingt aber hübsch, das ist... Dachte ich mir, wer ist das? Ist das vielleicht sogar Morricone oder so? Dachte ich so bei mir. Und dann stand Riss Ortolani irgendwie. Ah, schön, ja, jetzt freue ich mich. Voll gut. Ich mag Ortolani. Ja. Wer noch größere Schwärme reinhören möchte, der höre bitte unsere Cannibal Holocaust-Folge. Oh ja. Ah. Ja, ja. Jemand, der auch immer gut dafür war, sehr schwierige Stoffe, also wundervoll zu vertonen. Und ansonsten soll es das hier gewesen sein. Ich meine, Marie-Lou Tolo, Claudio Gora, Ferdinand Lomuno, der Baumobgul, also gespielt von Luciano Locas, sind auf jeden Fall noch eine Erwähnung wert. Aber man muss sagen, keine wahnsinnig bekannten Namen. Giancarlo Prete haben wir, glaube ich, auch schon zweimal gesehen. Aber alle wunderbar in ihren Rollen. Und du hast, ich möchte dir absolut recht geben zu dem, was du über Martin Balsam gesagt hast. Ich glaube, gerade so zum Beispiel in Westernstoffen ist es nicht so wahnsinnig schwierig, eben dieses Kuddelmuddel zu nehmen aus spanischen, italienischen, deutschstämmigen US-Schauspielern und die eben in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, naja gut, das ist ja im Grunde im weitesten Sinne eine Fantasiewelt, in der wir hier spielen. Und da ist es auch nicht so schlimm, wenn dann eben einfach ein Kinski aufschlägt und mit Lee Van Cleef spricht und von der Seite grätscht Maurizio Merli rein oder so. Aber hier in so einem Setting, was sehr, sehr darauf pocht, möglichst authentisch, wahrhaftig und möglichst, ja, ich möchte sogar das böse Wort im Mund nehmen, realistisch rüberzukommen, ist es eben schon ein Wagnis zu sagen, okay, dann nehmen wir einfach mal in einem komplett italienischstämmigen Cast jemand wie Martin Balsam rein und es funktioniert trotzdem. Ja. Ich meine, klar ist er nachsynchronisiert und alles, aber er fühlt sich komplett organisch, fügt er sich hier ein. Herrlich. Ja. Er ist ein überzeugender Italiener. Ja, irgendwie schon. Ne? Es ist, ist eine Leistung. Ne? Aber ich glaube, der Film würde aber auch nicht funktionieren, wenn er nicht, sagen wir mal, einen gewissen Realitätsanspruch hätte, weil er ja, sagen wir mal, sehr stark eben die Verhältnisse der italienischen Bürokratie in den 70ern und die üblen Machenschaften versucht zu offenbaren. Ne? Und ich wundere mich immer, dass sowas den italienischen Filmemachern nicht mehr auf die Füße gefallen ist. Sagen wir mal so, auch der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert, lässt ja kaum was Gutes an all den korrupten Politikern und Polizisten und was da nicht alles ran. Und also so weit, dass halt ein ganz, ganz langer und ausführlicher Plotpunkt ist, dass unsere beiden Helden, die beiden Hauptfiguren, die dafür stehen, dass irgendwie Gerechtigkeit sich durchsetzen soll, sich gegenseitig gar nicht trauen. Ja, und halt den Morast an Korruption dem jeweils anderen in die Schuhe schieben. Ja, ja. Also es ist schon, es ist spannend. Ja, finde ich auch immer einen riesen Pluspunkt, dass eben, also selbst die leichteren Stoffe, und das ist jetzt mitnichten leichter Stoff aus dieser Zeit, insbesondere eben so im Bereich der Poliziotteschi, was dieser Film hier auf jeden Fall ist, oder Justizdrama, möchte ich mal sagen, immer sehr politisch aufgeladen sind. Und das macht es eben wirklich auch nochmal spannend, weil man sieht, da steckt ein Kommentar drin, da sollen eben politische Umstände, Widerstände, rivalisierende politische Fraktionen auch nochmal, es soll alles Mögliche kommentiert werden.
Und ich möchte nicht sagen, dass sich der Film hier auf eine linke oder rechte Seite schlägt. Ich meine, das war ja einfach auch, ich möchte noch nicht sagen, das Grundproblem, aber auf jeden Fall eine Dynamik dieser Zeit, dass man eben auf Regierungsebene rechtskonservative Kräfte hatte und auf regionaler, kommunaler Ebene eben die linkskommunistischen Kräfte und die immer im ständigen Konflikt miteinander standen. Und der Film sagt jetzt nicht, die eine Seite sind die gut und die andere die schlechten, aber er will einen politischen Kommentar machen. Das merkt man eben hier in jeder Szene und das ist, macht ihn unglaublich wertvoll, diesen Film. Ja. So kurz vor Ende, so eine halbe Stunde vor Ende, gibt es ja auch eine etwa 10-minütige Sequenz, die auf einem großen Streaming-Anbieter aktuell nicht untertitelt ist und italienisch kommt. Und so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich dem nicht folgen. Aber es wirkte eben auf mich wie, naja, es sind offenkundig irgendeine, es ist eine Form von Gewerkschaft. Ja. So, und damit natürlich auch, sagen wir mal, deutlich linksgerichtet und vielleicht sogar kommunistisch angehaucht und in irgendeiner Form versucht, der konservative Kommissar Bonavia, aber eben diesen Leuten auch zu ihrem Recht zu verhelfen. Mhm. Und also der Film macht alle 3 Minuten irgendwie ein neues Fass auf, habe ich so das Gefühl. Und dann wird hier noch abgehört, dann gibt es noch interne Untersuchungen, dann die Leute trauen sich alle nicht. Ganz kurz vor Ende wird auf einmal der Generalstaatsanwalt noch irgendwie mit reingezogen, dann eben mafiöse Verhältnisse rund um diesen Bauunternehmer und dessen Geliebte dann die Schwester von dem ist, den der Kommissar ganz am Anfang des Films aus dem Gefängnis, vielmehr aus der Irrenanstalt, sie sagen Irrenanstalt, also aus halt entlassen lässt, weil er ganz genau weiß, dass der nun wieder sich eben Lomuno vornehmen will. Ja, es ist, wie gesagt, es ist dem, ich verstehe voll und ganz, wenn du sagst, wenn du den vor einer Woche gesehen hast, dass du die Story nicht mehr so ganz nachvollziehen kannst, weil sie ist voll. Das ist echt heftig. Der Film ist eben auch unglaublich präzise in den Details, akribisch geradezu, pornografisch detailverliebt in der Art und Weise, wie er eben seine Informationen aufbereitet. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor und dann gebe ich ein Beispiel dafür. McKenzie schreibt bei der UFDB, Zeit seines Lebens kennt der sizilianische Kommissario Bonavia, das ist Martin Balsam, nur ein Ziel. Die Vernichtung von Lomuno, einem Mafia-Boss, der die Insel dank Korruption, Mord und Terror fest im Griff hat. Doch egal zu welchen teilweise auch unlauteren Mitteln er greift, es gelingt dem nach außen untadeligen Lomuno stets aufs Neue den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nach Bonavias jüngstem Streich, der Befreiung eines von Lomunos Todfeind aus einem Senatorium, wird der junge idealistische Staatsanwalt Treni, das ist Franco Nero, mit dem Fall beauftragt. Mit seinem naiven Glauben an die seiner Meinung nach unfehlbare Gerechtigkeit der Justiz und der aus der Erfahrung resultierenden Resignation und Kompromisslosigkeit Bonavias prallen zwei Welten aufeinander. Ich finde das eigentlich ganz cool zusammengefasst, weil es spart all diese Handlungsdetails aus und ich glaube, ich wäre versucht gewesen, hätte ich die als Zusammenfassung geschrieben, mich auf meine ganzen Notizen zu beziehen, zu sagen, aber nein, das muss noch rein und das muss noch rein und im Grunde reicht das hier, weil das andere ist alles, ich glaube, da kann man so ein bisschen sich auch so ein bisschen Cherrypicking betreiben und gucken, was einen interessiert und eben auch nicht. Und deswegen möchte ich den Film auch irgendwann noch ein zweites Mal sehen und dann eben auch mit dem Wissen um die grobe Struktur um den groben Verlauf der Handlung, um dann eben auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr genießen zu können, was da passiert, auch auf schauspielerischer, inszenatorischer Seite. So war ich doch die ganze Zeit sehr, sehr unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Gucken, ein wichtiges Story-Detail zu verpassen, weil der Film ist eben unglaublich detailverliebt, wie er seine Informationen preisgibt. Da erfahren wir zum Beispiel auf den Lira genau die Grundstückspreise für Bauland im Umland von Rom und also. Warte nur, Sizilien oder Rom? Sizilien. Ich wollte schon gerade sagen, wir sind auf Sizilien. Wir sind auf der Insel. Da stand ja auch gerade eine Inhaltsangabe. Und es hat mich etwas verunsichert beim Gucken, insofern, dass ich dachte, oh je, habe ich jetzt das verpasst? Wie hieß der nochmal? Ich hätte mir das unbedingt merken müssen. War das jetzt der Oberstaatsanwalt oder der Bezirksstaatsanwalt? War das jetzt der Boss von Treni oder sein Mitarbeiter? Wer ist eigentlich der? Ist das ein Richter? Oder ist das irgendwie whoever, der Polizeipräsident? Weil der ja auch irgendwie mindestens in einer Szene mit dieser Robe rumrennt und all das, sehr, 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 sehr ehrwürdig irgendwie aussieht. Und und es kommt eben jede Menge obrige Gestalt in dem Film vor und verschwindet dann auch wieder, spielen, muss man dann sagen, in der Summe, deswegen ist vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich wichtig, auf allen storyseitigen Haken, Details hier auch immer rumzureiten, die verschwindet dann auch wieder, aber irgendwann spielen sie alle mal eine Rolle und wir haben diese eine Szene in dieser Turnhalle,
Und in diesem Auditorium, wo dann alle reinkommen, aus allen möglichen Türen und Treppen runtergeschritten. Und dann kommt da der Bürgermeister, der Oberstaatsanwalt und da ist der Polizeipräsident und alle sind so korrupt. Genau, und genau, und wir haben die meisten von denen genau ein einziges Mal vorher gesehen, nämlich bei diesem Diner zwischen Traini und Bonavia, in denen halt Franco Neros Figur im Prinzip seinen Gerechtigkeitsglauben zur Schau stellt, während halt der alte Kommissar ihm halt erstmal sagt, wie halt die Korruption hier funktioniert. Und da sitzen eben die meisten, mit Ausnahme von diesem Bauunternehmer, halt rum und dann sehen wir sie das nächste Mal in der Turnhalle, genau. Aber danach sehen wir sie eben auch ehrlicherweise nie wieder. Ja, ganz am Ende doch mal im Hintergrund rumstehen. Stimmt, richtig, dann, ich möchte nicht verraten. Wenn ein klimaktisches Ereignis geschieht und der Film so langsam zum Ende kommt, aber nicht wirklich zum Ende. Selbst in den letzten 5 Minuten passiert unglaublich viel. Ja, also der Film ist dicht an Handlung und er ist eben auch relativ spärlich, also sparsam damit, diese Handlungsdetails, diese Story-Entwicklung aufzuschlüsseln oder zu entschlüsseln. Also wir sehen Figuren, die Dinge tun, die uns nicht schlüssig erscheinen. Am Anfang ein Mensch der Psychiatrie, der wird dann offensichtlich entlassen, zieht sich eine Polizeiuniform an, begeht ein Massaker. Warum er genau das tut, inwiefern seine Schwester noch darin verwickelt ist, die liiert ist eben mit diesem Baumogul, dessen Mitarbeiter im Büro erschossen wurden, das ist alles, bleibt eben offen. Ja. Und Bonavias Rolle darin auch, also inwieweit er da involviert ist und überhaupt das Ganze angeleiert, Mabuse ähnlich angeleiert hat, diese Gewaltakte, um sich für etwas zu rächen. Von dem wir bis kurz vor Ende gar nicht wissen, was es eigentlich ist. Ja, und vor allem, dem er nicht beikommen könnte mit legalen Mitteln, sondern quasi selber zum halben Kriminellen werden muss. Und wo war ich eigentlich? Ich habe den Faden verloren. Das Schlimme und das Schöne ist, also das Schlimme ist, ich habe den Faden, glaube ich, den Handlungsfaden zwar dabei verloren im Laufe des Sehvergnügens. Das Schöne ist, es spielt, glaube ich, für meinen Gesamteindruck keine nennenswerte Rolle, weil ich habe Spaß an dem Film gehabt, weil er ist nicht wirklich spaßig. Aber ich fand ihn unglaublich gut. Ich fand den auch sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, nein, spaßig ist er nun wirklich nicht. Er hat mir auch, sagen wir mal, keine wahnsinnig fröhliche Stimmung gegeben. Ne? Also, sagen wir mal, Mabuse ist jetzt auch kein Schenkelklopfer, aber der ist eben, sagen wir mal, so im abgehobenen Pulp-Genre zu verorten, dass es mich jetzt nicht belastet hat, sagen wir mal so. Ne? Aber eben hier unser Polizeifilm, das mag eben tatsächlich an diesen sozialkritischen Momenten liegen und eben einfach auch daran, dass die ganzen Figuren eben auch super humorbefreit sind und eigentlich nur sehr intensiv immer in die Kamera gucken oder sich gegenseitig Sachen vorwerfen. In der Welt des 71er Politthrillers möchte ich nicht leben. Nee, überhaupt nicht. Vor allem eben, weil am Ende der Geschichte, am Ende des Films, ohne jetzt ins Detail zu gehen und irgendwie Leuten den kompletten Spaß zu verdämmen an einem Film, den sie vielleicht noch nicht gesehen haben, wirklich der Großteil der Menschen auf der guten Seite des Gesetzes, auf der Seite des Gesetzes, also der rechtschaffenden Menschen, ins Gras beißen. Ja. Und das ist tatsächlich auch schon unangenehm. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber will lernen eben einige Figuren kennen, bei denen man es mehr oder weniger schon erahnt, dass sie nicht lange leben werden, aber bei einigen, zumindest bei einer maßgeblichen Ausnahme, möchte ich mal sagen, die einzig nennenswerte Frauenrolle hier, da habe ich schon gedacht, ja, das wäre schon, ich würde mich schon freuen, wenn die den Film überlebt, aber nicht nur, ich verrate es doch, nicht nur, dass sie stirbt, sie stirbt auf die denkbar schlimmste Art und Weise. Sehr unangenehm. Ja, sehr unangenehm und komplett beiläufig. Also wir erfahren dann wirklich auch nur so, wie sie weggekascht wird und sehen dann eben diesen auch im hier Titel referenzierten Betonpfeiler und müssen davon ausgehen, dass sie da lebendig eingebaut wurde. Lebendig wissen wir nicht, aber... Lebendig ist, genau, steht zur Debatte, aber sagen wir mal, schön ist es halt trotzdem darin, nicht. Ja, es ist halt eben auch, ich meine, der Filmtitel ist halt super reißerisch, aber dafür bin ich ja gerne da, das ist super. Und sagen wir mal, man kriegt ja schon den ersten Hinweis, dass was sich eben die Übersetzer dabei gedacht haben, diesen Titel in Deutschland zu wählen, wenn eben erzählt wird, Franco Nero und Martin Balsam stehen eben und überblicken halt dieses riesen
Bauprojekt, dieses Trabantenstadt oder wie man es auch mal nennen möchte, die halt mehr oder weniger komplett von hier Lomuno, dem Bauunternehmer, hochgezogen wurde und in Unterstützung seiner hochrangigen Freunde in Politik, Wirtschaft, Justiz und sonst wo. Und Balsams Figur sagt eben, dass halt etliche Leute offenkundig noch Teil der Bauten sind. Ja. Das ist eben, das allein ist ja eine unangenehme Vorstellung. Und Dreh- und Angelpunkt halt ist des Films. Also von daher, der Film, der Titel ist halt unglaublich reißerisch, aber er ist nicht falsch gewählt. Er ist nicht falsch gewählt, tatsächlich. Also der Payoff kommt ein bisschen spät, also er kommt eigentlich ganz zu Beginn, aber ich war nicht zwangsläufig davon ausgegangen, dass der Film nochmal diesen Verweis auf in Betonpfeile eingegossene, wie auch immer, Menschen, dass er das nochmal aufgreift. Und wenn das dann tut, dann eben auf denkbar unangenehmste Art und Weise. Also ich hatte wirklich zwei, drei Mal einen dicken Kloß im Hals. Ich hätte mir auch gewünscht, es wäre so ein bisschen vielleicht auch konservativ besser ausgegangen, so von wegen das Gute siegt und alles wird schon wieder in Ordnung. Und man könnte ja auch argumentieren, einige böse Jungs kriegen ja auch ihr Fett weg am Ende, aber eben nicht genug. Hauptsächlich sind es eben dann die Guten, die leiden müssen und das eben nicht so. Ich glaube, jetzt muss ich eben auch spoilern, das tut mir so leid, aber geht nicht anders. Aber, oder vielleicht kriege ich es hin, es nur vage zu formulieren. Mal gucken. Aber der Gewaltakt, zu dem sich der hier Kommissar Bonavia hinreißen lässt, oder den er als letzten Ausweg sieht, oder wie auch immer, der wirkt eben nicht heldenhaft. Es ist eine Kapitulation vor sich selbst, vor seinem Job, vor dem System, vor einer Übermacht an Korruption im System. Und das ist eben, nochmal, es ist kein Triumph, den er da vollzieht. Und ich finde es eben auch ganz, ganz spannend, dass der Film das eben auch nicht als erfolgreichen Vigilantismus darstellt, sondern eben, das ist quasi Selbstmord durch Gerechtigkeitszwang oder was weiß ich. Ja, tatsächlich, ja. Ich glaube, das hat mich auch am meisten bekümmert in der Szene, die du gerade ansprichst, dass man eben in dem Moment ziemlich von jetzt auf gleich vor dem eigenen geistigen Auge hat, was als nächstes kommen wird. Dass natürlich für das, was Bonavia am Ende da tut, er die Konsequenzen tragen muss, eingebuchtet wird und man sich ausmalen kann, wie es eben einem ehemaligen Kommissario, der jahrzehntelang gegen genau die Menschen ermittelt hat und die in den Knast gebracht hat, die ihn jetzt umgeben, wie es ihm da ergehen wird im Knast. Und das ist eben so dieses unweigerlich katastrophale, niederschmetternde Ende, das ist dann doch mal irgendwie so, dass das die Kirsche auf der Sahne eines eh schon ziemlich deprimierenden Shakes, den wir hier genießen. Weil, also wie gesagt, der Film erspart einem relativ wenig. Und es gibt tatsächlich auch ein, zwei Gewaltakte, die kommen schon, das ist alles relativ ruppig, muss ich tatsächlich sagen. Es gibt zum Beispiel einmal so einen Moment, in dem, auch da möchte ich nicht spezifisch sein, ein Zeuge aus dem Weg geräumt wird. Und das ist auch so die Art von Zeuge, bei dem man denkt, ich glaube, ein anderer Film hätte nicht die Chuzpe gehabt und das so gezeigt. Aber Damiano Damiani wollte offenbar einen Punkt machen. Und die bösen Jungs machen eben keinen Gefangenen. Und da müssen dann auch Menschen leiden, die in jedem anderen Film, wie gesagt, irgendwie Tiere und Kindern tut man ja eigentlich nichts an, nochmal davongekommen wären. Es ist schon hart. Oder dieser langsame, qualvolle, beinahe Tod dieses Gewerkschaftlers da, Rizzo? Ja. Rizzo heißt er, glaube ich, der auf diesem Stadtplatz da fast verblutet und dann eben doch nicht verblutet, nur um dann, so erfahren wir dann gleich irgendwie einige Jahre später auf andere Art und Weise gewaltvoll ums Leben gekommen ist. Bei diesem Einsturz, Ganz grässlich. Auch das ist eine Art von, ich möchte nicht sagen Einmauerung, aber dann doch Verschüttung, ne? Also ganz, also in so einem Steinbruch dann quasi bei lebendigem Leibe. Ach Gott, ey. Es ist. Es klingt alles unglaublich reißerisch, glaube ich, wenn das Menschen zuhören, aber. Nee, der Film ist aber eben ist er aber nicht. Nein, er ist weniger papig als Mabuse. Und was ich aber auch ziemlich cool finde, ist, dass er nicht sich darauf einlässt, hier irgendetwas zu romantisieren. Na, also wir haben ja nun schon häufiger über Mafia-Filme geredet und das würde ich jetzt hier ehrlicherweise zumindest im näheren Umfeld sehen wollen. Aber nein, also gerade die Gangster,
die mögen vielleicht hohe Tiere im Staat sein oder sie mögen irgendwie maßgeschneiderte Anzüge tragen und all das. Aber ja, sie sind sich eben auch nicht zu fein, mal eben ein Kind vom Spielplatz zu entführen, ja, um den Arzt von dieser Anstalt irgendwie einzuschüchtern und so. Das ist, Ich glaube ja tatsächlich, dass also die italienische Gesellschaft des Jahres 71, glaube ich, das sehr, sehr gut nachvollziehen konnte. Zumindest, und wenn es nicht aus eigener Erfahrung ist, dann aber auch zumindest aus den Geschichten und aus den Schlagzeilen der Zeitungen. Ja. Ja. Von daher habe ich das Gefühl, dieser Film geht schon sehr ans Eingemachte und traut sich eine Menge eben auch schonungslos zu vermitteln. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich konnte eine Szene, das hatte ich mir ja doch notiert und das wollte ich deswegen auch mal kurz zur Sprache bringen, aber ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern du mir da weiterhelfen kannst. Konnte ich im Rahmen der Geschichte, die Damiani erzählen will, nicht richtig einordnen. Das ist der Moment, in dem wir halt diesen jungen Mann sehen in dieser Kirche und davor tobt der aufgebrachte Mob quasi schon mit Fackeln und Mistgabeln und das heißt, der wurde gerade, da habe eine Pistole und wolle einen Anschlag verüben. Und dann schaltet eben Bonavia ein und stellt sich heraus, also deeskaliert quasi die ganze Szene. Ja. Und es ist alles nicht so schlimm und alles gut wieder und es löst sich dann, ich möchte sagen, ihm wohlgefallen auf. Also der Mob beruhigt sich nur langsam. Aber ich konnte nicht so wirklich. Also in einem Film, der so effizient erzählt ist und jeden Moment, den er zeigt, in einen Kontext? Ja, genau, in irgendeinen für uns nachvollziehbaren Kontext setzt, entweder politisch oder eben erzählerisch, narrativ, fand ich diese Szene als so ein bisschen isoliert vom Rest des Geschehens. Ich glaube, ich verstehe dich durchaus. Ich hatte auch so ein bisschen mir die Frage gestellt, in welche Richtung soll das jetzt gehen? Und dann geht's halt ehrlicherweise nirgendwo hin. Aber ich glaube, die Szene ist im selben Rahmen wie die Interaktionen mit dem Wahrsager, der irgendwie in der Eingangshalle vom Polizeirevier rumhängt und dem alten Dieb, der da mit den Schuhen ankommt, den Bonavia dann gehen lässt, bevor er dann eben zu Lomuno schreitet. Ja. Und eben auch die Art und Weise, wie er eben hier mit Serena, also der Schwester des am Anfang des Films Entlassenen spricht und so. Also ich glaube, diese Szenen sind eigentlich vor allem dazu da, um zu zeigen, dass der Kommissar zwar seinen Job macht und den macht er offenkundig auch gut, aber er hat einen Gerechtigkeitssinn, der, sagen wir mal, eher sozial aufgebaut ist, als per Gesetz, wie es eben Dr. Treni zelebriert geradezu. Ne? Also der sich halt sehr auf den Gesetzestext halt beruft. Ja. Und ich glaube, Balsams Figur hat eben eher so eine Art moralischen Kompass im Kopf. Ja. Ne? Und dass er sagt, irgendwie, ja, nee, ich muss jetzt hier in die Kirche nicht stürmen, um den armen verwirrten Jungen halt zur Strecke zu bringen, sondern das kann deeskaliert werden, weil der hat ja nichts Schlimmes gemacht. Ja, ja. So, aber die wirklichen Verbrecher sind eben nicht unbedingt die alten Männer, die ein paar Schuhe kaufen, klauen, ja, sondern das sind eben die hohen Herren, die da bei Hummer und Kaviar speisen, während sie eben ihre Shady Deals halt sich hin und her schieben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundaussage. Ja, okay. Ja, die Immobilien-Deals sind tatsächlich trotz der deutlich kürzeren Laufzeit noch mal komplexer als die in der Parte 3, über den wir vor zwei Wochen gesprochen haben, im Rahmen der Bonusfolge. Also hier sehr, sehr komplex. Es wird auch noch genau aufgeschlüsselt, wie diese Baugrunddeals da abgelaufen sind, für welchen Preis der Land akquiriert wurde und dann wieder verkauft wurde. Und also das ist alles sehr, sehr, wie gesagt, sehr detailverliebt. Aber letztendlich spielt das gar nicht so eine große Rolle, um, glaube ich, die politische und ideologische Botschaft so des Films mitzunehmen und das irgendwie zu verstehen, was Damiani hier will. Ich fand es wirklich sehr gelungen und du hast ja bereits vollkommen recht gehabt zu Beginn, als du gesagt hast, hier eigentlich steht, obwohl man es anders vermutet und vor allem irgendwie mit Blick auf den reißerischen deutschen Titel, Franco Nero gar nicht so sehr im Mittelpunkt wie Martin Balsam. Und das ausgerechnet eher so der etwas, der alternde,
ja, etwas in die Jahre gekommene, schon ein bisschen lang im Zahnige, leicht korpulente Kommissario derjenige ist, der eben am Ende zum einsamen Rächer wird oder der schon lange der einsame Rächer ist, von dem wir aber nicht genau wissen, warum und in welchem Maße er der einsame Rächer ist. Das war schon überraschend. Also das ist im Grunde so für mich in meiner Wahrnehmung als palpiger Justizthriller mit Franco Nero als schmissiger Staatsanwalt beginnt und wir am Ende enden mit, Bartim Balsam in so einer quasi Charles Bronson Deathwish-Rolle. Ja. Ja, total. ist überraschend. Inklusive Rollkragenpullover, ja. Ja. Ja, es ist tatsächlich überraschend. Ich hätte auch eher gedacht, dass irgendwie Franco Nero zum Schluss irgendwie im keine Ahnung, sich im Shootout irgendwie befindet oder sowas. Ja, aber nee. Und wie gesagt, der Film endet ja nicht einmal damit, sondern zieht sich ja nochmal eine Viertelstunde länger und wir sehen eben die Konsequenzen von Balsams Handeln, also und eben auch noch der Desillusionierung von Franco Neros Figur. Mhm. Also ja, du sagtest es bereits, der Film ist vollgestopft mit Informationen, mit Drehungen und Wendungen und kein leichter Tobak alles nach. Ich bin auch so weit durch. Ich wollte nur noch einen wirklich großartigen Moment, also ich habe mitgefiebert, ich habe teilweise den Anschluss verloren und ihn dann wiedergefunden und am Ende dann einen guten Gesamteindruck, aber ich muss jetzt sagen, ich fand den auch hier unter erschütternd, aber so richtig für die ganz große Gänsehaut hat es dann nicht gereicht bis auf einen einzigen Moment und den fand ich wirklich, wirklich toll und dann dachte ich, oh, das ist, weil das so ein großartiger filmischer Moment war, das war... Mm. Eine unserer Hauptfiguren stirbt und danach schwenkt, wir befinden uns quasi in einem Raum, in dem ein Kinofilm projiziert wird und dann fährt eben die Kamera um das Publikum rum und das Publikum schaut uns an quasi, das Kinopublikum, uns das Fernsehpublikum, wie auch immer, vor dem Bildschirm und lacht uns ins Gesicht. Ja. Und es sind alles Knastis. Und die war in so vielerlei Hinsicht einfach großartig. Das ist so in vielerlei Hinsicht einfach ein großartiger Moment. Und ich dachte, oh, ist das smart. Ja, es ist schon richtig gut gemacht. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist heftig. So ist mir auch alles vergangen, ehrlicherweise. Ja, sehr schön. Gutes Ding. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch noch mal die deutsche Synchronisation erwähnen. Stimmt. Die eben auch voll ist mit ganz tollen Sprechern. Also Franco Nero wird gesprochen von Norbert Langer, die Stammstimme von Burt Reynolds und zumindest Tom Selleck hat da auch ein paar Mal gesprochen. Ich habe so das Gefühl, wann immer jemand mit Schnurrbart auftaucht, dann holen sie Norbert Langer. Martin Hirte spricht Martin Balsam, was eben auch super ist. Michael Chevalier spricht den Bauunternehmer, auch immer wieder gern gehörte Stimme. Dann haben wir Gerd Duvner, den hatten wir auch letztens erwähnt, auch toll, also die alte Stimme von Ernie. Der darf sogar mehrere Leute sprechen, das fand ich witzig, weil ich dachte, aber eine Stimme, die man so genau kennt. Ich meine, ja, er verstellt sie manchmal ein bisschen, aber grundsätzlich ist es doch sofort erkennbar. Ja, seltsam. Walter Blum, die alte Synchronstimme von Stan Laurel. Ja. Kurz vor seinem Tod hat er das hier wohl auch noch aufgenommen. Und wer hätte es gedacht, auch der vorhin von mir erwähnte Herbert Weisbach hat einen kurzen Auftritt. Nur als Stimme natürlich. 10 Jahre nach Dr. Mabuse und der klingt heute immer noch so. Oder schon wieder oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mich halt sehr gefreut. Ist sehr, 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 sehr gut übersetzt. Gibt sich überhaupt keine Blöße, gibt keinen Dummspruch, nicht den Versuch, irgendetwas hipper zu machen, als es sein müsste. Gutes Drehbuch, also Synchrondrehbuch, klingt alles ganz fantastisch. Ja. Doch rundum zu empfehlen, wenn man jetzt nicht gerade auf der Suche ist nach einem stimmungshebenden Filmvergnügen. Kein Upper, kein filmischer Upper. Nee. Aber vielleicht nächste Woche. Ja, mal gucken. Also der eine ja wohl vermutlich eher nicht so. Ja, auch in mehrfacher Hinsicht, ja. Genau. Ja. Genau, wir sind halt in einem, also deutlich ein paar Jahrzehnte später, aber die beiden Filme, die wir reden, sind in, glaube ich, nicht mal Jahresabstand rausgekommen. Nämlich einmal 94 The Crow von Alex Proyas. Mhm. Vielfach gewünscht, lange schon auf unserer Liste. Ja. Jetzt reden wir endlich drüber. Und der zweite ist? Der zweite ist Lord of Illusions von Clive Barker mit Scott Bakula in der Hauptrolle. Den wir auch immer wieder gerne sehen. Den ich sehr
gute Erinnerung habe. Also wohlwollende Erinnerung. Mal gucken. Ich stelle die gerne auf die Probe. Aber auch The Crow, langes her und ja, 94 klingt, wenn man unseres Jahrgangs ist, mehr oder weniger noch relativ nahe, aber ist eben auch schon wieder 30 Jahre her. 30 Jahre her, ja. Grund genug für ein Remake offenkundig. Aber darüber wird zu reden sein. Ja, vielleicht. Danke für eure Geduld mit uns. Ich hatte Respekt vor allem jetzt eben vor dem Clan, der seine Feinde lebendig einmordet. weil es ein sehr plotgetriebener Film ist und ich glaube, wir haben es einigermaßen gut hingewurschtelt. Wir haben es auf jeden Fall alle Mühe gegeben und man möge es uns nachsehen. Man sollte aber auch, glaube ich, mal nachsehen, ob man sich den Film nicht selber angucken möchte. Ja. Ist gerade für Umme verfügbar. Ja. Also von daher viel Spaß dabei. Und den Mabuse, Chefskiss. Ja. Ne? Also, in diesem Sinne. Ich danke dir. Bye, bye. Danke dir. Bye, bye. Sagen Sie mir, Herr Staatsanwalt, für welche schmutzige Seite Sie arbeiten? Die Frage ist, für wen Sie arbeiten.